Liebe Zuschauer, in der heutigen Sendung folgt nun ein weiterer Puzzlestein der monopolaren Gleichschaltungspolitik der sogenannten Neuen Weltordnung, NWO. Eine Einführung dazu sendeten wir bereits am 29. Juni 2015, dort mit dem Titel »Das Kräftemessen um die Neue Weltordnung«. Zur Erinnerung, in einer monopolaren Welt wird sich nur ein Politik- und Gesellschaftsmodell durchsetzen. Welches Gesellschaftsmodell drängt sich nun in der Familien- und Erziehungspolitik weltweit immer mehr in den Vordergrund? Hier findet die Monopolisierung, das heißt Gleichschaltung, mittels dem Gender Mainstreaming statt. Gender Mainstreaming kommt mit wohlklingenden Worten und schönen Versprechungen daher, wie zum Beispiel: Es gibt keine Diskriminierung mehr von Mann oder Frau. Und in allen gesellschaftlichen Bereichen sollen die Geschlechter einander gleichgestellt werden. Doch verbirgt sich dahinter eine autoritäre Weltanschauung, die nun weltweit installiert werden soll. Bereits 1995 hat Frau Dale O'Leary an der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking interessante Details darüber erfahren. Frau O'Leary ist Historikerin und arbeitet seit 20 Jahren als freie Journalistin. Seit vielen Jahren setzt sie sich für den Schutz von Ehe und Familie ein. Sie sagte, ich zitiere: Immer wieder werde ich gefragt, was ich in Peking sah. Auch auf die Gefahr hin, zu stark zu vereinfachen, ist meine Antwort: Im UN-Establishment haben folgende Ansichten die Mehrheit. Erstens, in der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Zweitens, da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nicht zur Empfängnis kommt. Drittens, in der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Viertens, die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbsarbeit nachgehen. Fünftens, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Meine Damen und Herren, hier enden also die schönen Worte, mit denen Gender umschrieben wird. Denn laut Gender ist die Mann-Frau-Ehe und die daraus folgende Familie Ursprung und Urtypus aller Unterdrückung der Frau und gehört abgeschafft. Frau und Mann werden von der Last der sogenannten Zwangsheterosexualität ja letztlich von allen Schranken bezüglich sexueller Verhaltensweisen befreit. Die Frau wird von der Last der Familie und der Kinderpflege befreit. Dies geschieht durch erstens Empfängnisverhütung, zweitens Abtreibung der unerwünschten Kinder und drittens bei den erwünschten Kindern durch flächendeckende Kinderbetreuungsmöglichkeiten schon ab dem Säuglingsalter. Für alle öffentlichen und privaten Arbeitsstellen soll eine Quotenregelung von 50% Frauen, 50% Männer erreicht werden. Das heißt, dass alle Mütter einer Erwerbsarbeit nachgehen und demzufolge ihre Kinder sowieso nicht mehr selbst betreuen und erziehen können. Dafür hat dann der Staat Zugriff auf die Kinder. Das erleichtert eine Manipulation und Gleichschaltung der künftigen Generation. Diese ganze Entwicklung von der schrittweisen Abschaffung aller Elternrechte bis hin zur Durchsexualisierung der ganzen Gesellschaft inklusive der Kinder ist also nicht zufällig entstanden, sondern gezielt gesteuert. Und zwar von einer kleinen Minderheit von Frauen und Männern, die bereits in den Machtzentren sitzt. Diese nutzt ihre Position, um die Gender Agenda weltweit den Völkern aufzuzwingen. Bewährte Familienstrukturen sollen zerstört werden, die Vermehrungsfähigkeit der Völker reduziert und die Weltbevölkerung insgesamt verringert. Wie und durch wen das nun geschieht, berichten wir im zweiten Teil, der anschließend gesendet wird. Dort wird aufgezeigt, wie Gender Mainstreaming ausgehend von den UN-Weltfrauenkonferenzen seit dem Jahr 1985 in die ganze Welt gelangte. Bleiben Sie dran! Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen hier im Studio Dresden. Im vorherigen Medienkommentar berichteten wir, wie durch Gender Mainstreaming auch die Erziehungs- und Familienpolitik der Gleichschaltung der neuen Weltordnung unterliegt. Die jetzige Sendung zeigt auf, dass die Genderperspektive durch ein Zusammenwirken vieler Organisationen und Regierungen durchgesetzt wird. Jedoch so, wie es Dale O'Leary in ihrem Buch The Gender Agenda schreibt. Ich zitiere:
Die Genderperspektive kommt nicht als großes Schiff daher, obwohl sie doch in allen politischen und öffentlichen Programmen verankert werden soll, sondern wie ein U-Boot, das keiner genau kennen soll. Die Umsetzung des Gender Mainstreaming geschieht von oben nach unten. Das heißt, beginnend auf der Ebene der UN, häufig auch UNO genannt, für United Nations Organization. So wurde der Begriff Gender Mainstreaming bereits im Jahre 1985 auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später auf der vierten UN-Weltfrauenkonferenz in Peking weiterentwickelt. Die eigentliche Arbeit solcher UN-Konferenzen wird jedoch auf den Vorkonferenzen in verschiedenen Ländern geleistet. So auch für die vierte UN-Weltfrauenkonferenz in Peking im Jahre 1995. Die Aufgabe der UN-Angestellten wäre es, den gewählten UN-Delegierten der Mitgliedstaaten hilfreich zur Seite zu stehen. Vielmehr jedoch halfen sie, die Interessen mächtiger Nichtregierungsorganisationen durchzusetzen. So zum Beispiel die der Frauenorganisation Women's Environment and Development Organization, kurz WIDO, oder auch die der einflussreichen Lobbygruppe International Planned Parenthood Federation, der IPPF. Diese beiden einflussreichen Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, haben erheblich an Macht zugenommen und setzen ihre eigenen Ziele in der UN durch. Die WIDO kann ohne Übertreibung als Schatten-UN bezeichnet werden. Jedoch wurden viele Organisationen, die für Familien- und Lebensschutz einstehen, an der Vorkonferenz in New York gar nicht erst eingeladen. Oder die Eingeladenen durften häufig nicht an den offiziellen Sitzungen im Saal teilnehmen. Auch hier nach dem Motto, wer sich nicht gleichschalten lässt, wird ausgeschaltet. An der Hauptkonferenz dann, sprich der vierten UN-Weltfrauenkonferenz in Peking, war alles nur noch eine Formsache. So setzten dann eben diese einflussreichen Gremien die Gender-Ideologie durch, sodass die Präsidentin der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking, Frau Gertrude Mongella, die Konferenz zum großen Erfolg erklärte. Seither treiben insbesondere die UN-Organisationen für Menschen-, Frauen- und Kinderrechte die Umsetzung des Gender-Mainstreaming voran. Dazu gehören die beiden bereits erwähnten Organisationen WIDO und IPPF, in Deutschland ist dies die Pro Familia, dann aber auch milliardenschwere Stiftungen wie Rockefeller, Bill and Melinda Gates und Milliardäre wie Warren Buffett und George Soros. Auf der Ebene der EU wird zielstrebig daran gearbeitet, die Gender-Ideologie als Norm in allen Mitgliedstaaten zu verankern und Widerstand zunehmend zu ahnden. Ziel ist es, durch Beschlüsse und Gesetze zu Gleichstellung, Antidiskriminierung, Homophobie, Homo-Ehe und so weiter den Umsturz der Werte und Sozialordnung Europas herbeizuführen. Dies geschieht durch Kommissionen wie dem Europäischen Parlament, der EU-Grundrechtsagentur, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie durch Lobbyorganisationen wie dem ILGA Europa. ILGA ist der Dachverband der homosexuellen Bewegung, welcher zu 70% durch öffentliche Gelder finanziert wird. Auf der gesellschaftlichen Ebene wird in nationalen Regierungen Gender Mainstreaming zum Leitprinzip und zur Querschnittsaufgabe erhoben, so auch seit 1999 in Deutschland durch einen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Und dies ohne eine Debatte im Parlament oder in den Medien. In jeder Institution wird Gleichheit zwischen Männern und Frauen vorangetrieben, so auch im Bildungssystem. Nicht nur in den Frühsexualisierungsprogrammen in den Klassenzimmern, sondern durchgehend wie ein roter Faden wird zunehmend sämtliches Schulmaterial auf der Gender-Ideologie aufgebaut. Ebenfalls wird die Bevorzugung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch rechtsverbindliche Frauenquoten eilends vorangetrieben. Auch die Jugendämter erweisen sich als eines der unscheinbaren U-Boote, die die Gender-Agenda vorantreiben. So stieg die Zahl der in Obhut genommenen Kinder durch die Jugendämter in den letzten Jahren drastisch an.
Bereits im Jahre 2013 stieg die Zahl auf über 40.000 Kinder allein hier in Deutschland. Dabei handelte es sich, wohlverstanden, bei einer überwiegenden Anzahl der Fälle nicht um Notfälle wegen Kindsmisshandlung. Denn gemäß Genderideologie gehört die Verantwortung über die Erziehung und das Wohl der Kinder nicht primär in die Familie, sondern dem Staate und deren Institutionen, Jugendheimen, Internaten und so weiter. Weiter wird die Genderideologie über die Medien und die Filmindustrie vorangetrieben. Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese Genderideologie nur dank Macht und Geld einiger wenigen durchgesetzt werden konnte. Sie soll in den Mainstream gebracht und zum Leitbild gemacht werden, nachdem die Welt regiert wird. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seit einigen Jahrzehnten wird an der monopolaren Gleichschaltung der sogenannten neuen Weltordnung gearbeitet. Noch aber ist es nicht zu spät, den Schiffskurs zu wenden. Guten Abend. Insider macht Pläne der Welteliten öffentlich. Das ist heute unser Thema. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Dr. Richard Day, ein führender US-Medizinprofessor, hielt 1969 einen Vortrag über die geheimen Pläne der Welteliten. Dr. Day war Spezialist für Fortpflanzungsmedizin und von 1965 bis 1968 medizinischer Direktor der von Rockefeller gesponserten Organisation Planned Parenthood, zu Deutsch geplante Elternschaft. Die Inhalte des Vortrags, die nicht an die Weltöffentlichkeit gelangen sollten, wurden 1988 von einem Zuhörer, Dr. Dunnigan, öffentlich gemacht. Oberste Priorität der selbsternannten Welteliten sei die Verhinderung der Überbevölkerung durch totale Bevölkerungskontrolle. Eine Überbevölkerung könne man durch Förderung der Abtreibung inklusive Pille danach, Förderung von Verhütungsmitteln, Beeinflussung der Bevölkerung zu kinderlosen Spaßsex, Förderung der Homosexualität und die Zerstörung der Familien verhindern. Mit einem zusätzlichen Ansatz gelänge es, die Bevölkerung weiter zu reduzieren, durch aktive Sterbehilfe und Unterdrückung der Krebsheilung. Von daher also weht der Wind. Ich übergebe an meine Kollegin in Studio Mannheim, die Ihnen zu dem Thema Todesfälle durch Medikamente weiterführendes berichten wird. Guten Abend auch von meiner Seite. Jährlich mehrere hunderttausend Todesfälle durch Medikamente. Der angesehene dänische Medizinprofessor Peter C. Götzsch bringt im November 2014 sein Buch heraus, namens Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert. Darin veröffentlicht er, dass allein schon in den USA jährlich 100.000 Menschen an Medikamenten sterben. Und das, obwohl sie die ihnen vom Arzt verordnete Arznei korrekt einnehmen. Weitere 100.000 Amerikaner würden aufgrund von Fehlern sterben, zum Beispiel an zu hohen Medikamentendosierungen. Die EU-Kommission hätte geschätzt, dass zusätzlich jährlich rund 200.000 EU-Bürger an Medikamentennebenwirkungen sterben würden. Dazu kommen noch ungeahnte Mengen von Todesfällen, die angeblich auf natürliche oder unbekannte Ursachen zurückgeführt werden, tatsächlich aber medikamentös bedingt sind. Medikamente seien nach Herzkrankheiten und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Handelt es sich hierbei nur um Unwissenheit? Oder im Gegenteil um vorsätzliche Tötung seitens der Pharmaindustrie. Ein Zitat von Professor Dr. Richard Day, der ehemalige Medizindirektor von Planned Parenthood, beantwortet die Frage mehr als deutlich. Ich zitiere: Aber letzten Endes wäre es eine gute Sache, die Leute an Krebs sterben zu lassen, weil es das Problem der Überbevölkerung verlangsamen würde. Damit verabschiede ich mich von Ihnen aus dem Studio Mannheim. Für die meisten Menschen ist das Wort Euthanasie längst ein Begriff. Und auch in den Medien wird dieses Thema stark diskutiert, denn tatsächlich kann irgendwann jeder von uns davon betroffen sein. Doch welche Entwicklungen das Ganze nimmt, sehen Sie hier in einem kurzen Beitrag. Guten Abend. Im Gesundheitswesen werden in den letzten Jahren bestimmte Entwicklungen als positiv und menschenfreundlich propagiert.
Mit einem in England entwickelten Behandlungskonzept, dem Liverpool Care Pathway, soll zum Beispiel unheilbar erklärten Patienten ein angenehmer Sterbeprozess ermöglicht werden. Bei Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, Essen und Trinken aufzunehmen, wird die Gabe von Medikamenten oder Flüssigkeiten gestoppt, um den Sterbeprozess zu beschleunigen. Darüber hinaus wird verstärkt für Patientenverfügungen geworben. Es wird als verantwortungsvolles Handeln dargestellt, eine Verfügung zu verfassen und dem Patienten empfohlen, lebensverlängernde Maßnahmen wie zum Beispiel Infusion abzulehnen. Die in letzter Zeit angefachte Diskussion um die gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe zielt in dieselbe Richtung. Ein Arzt soll in Zukunft ohne Angst vor Strafe beim Sterben aktiv helfen dürfen, indem er etwa ein Medikament in einer tödlichen Dosis aushändigt, das der Patient selbst einnimmt. Sind diese Entwicklungen wirklich positiv? Geht es nicht einfach nur um eine billige Entsorgung pflegeabhängiger und damit kostenaufwendiger Menschen? Sicher, niemand möchte in so eine Lage kommen. Doch entscheiden Sie selber, ob es sich hier wirklich um eine positive Entwicklung handelt oder aber nur um eine getarnte Euthanasie. Auf Wiedersehen. Die Alten sind nicht länger nützlich. Sie werden zu einer Belastung. Man sollte bereit sein, den Tod zu akzeptieren. Was für eine Belastung für die Jungen, die Alten zu unterhalten. So Professor Dr. Richard Day, ehemaliger medizinischer Direktor von Planned Parenthood. Liebe Zuschauer, ist der IPPF ein Wolf im Schafspelz? Die International Planned Parenthood Federation, kurz IPPF, ein internationaler Verband für Familienplanung, ist die weltweit größte Organisation in Sachen Abtreibung und Deregulierung der Sexualität. Deren Mitarbeiter wurden sogar im letzten Jahr heimlich gefilmt, wie sie in Beratungsgesprächen 15-Jährige ermutigten, Foltersex mit Knebeln, Peitschen und Würgen zu praktizieren. IPPF verstößt damit nicht nur konsequent gegen jedes Gesetz, das eigentlich die elterliche Zustimmung erfordert. Auf den Webseiten dieser Organisation ermutigt man die Teenager sogar, ihre Eltern und das Gesetz zu umgehen. Weltweit hat der IPPF 179 Tochterorganisationen. Der deutsche Ableger heißt Pro Familia und ist hierzulande einer der wichtigsten Partner bei der Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen. Mit Projekten wie Mach Sex wie und mit wem du willst oder harten Aufklärungsfilmen wie Sex We Can verrät auch Pro Familia ihre Familien- und wertezerstörenden Absichten. Gabriele Kubi nahm zu Pro Familia in ihrem Buch Die globale sexuelle Revolution wie folgt Stellung. Pro Familia wird als gemeinnütziger Verein vom Staat subventioniert. Nach Auskunft des Familienministeriums erhielt Pro Familia im Haushaltsjahr 2011 784.000 Euro an Fördermitteln. Hinzu kommen 25,5 Millionen Euro staatliche Finanzierung über die BZGA für Medien- und Fortbildungsprojekte. Auch die Schweizer Tochterorganisation des IPPF Sexuelle Gesundheit Schweiz unterstützte zum Beispiel die pornografische Plakataktion Love Life bereue nichts. Klagemauer TV berichtete darüber am 24. Mai 2015. Liebe Zuschauer, niemand lasse sich deshalb täuschen von solch wohlklingenden Namen. Nicht selten verbirgt sich dahinter der sogenannte Wolf im Schafspelz. In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen auch noch unseren Dokumentarfilm Urväter der Frühsexualisierung. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Klagemauer TV. Was Sie heute zu hören bekommen, mag Ihnen wahnsinnig scheinen, doch es muss gesagt sein. Und bitte erzählen Sie es weiter. Zu Beginn ein Zitat aus einem Interview mit dem renommierten jüdischen Professor für Bioethik an der Princeton-Universität namens Peter Singer. Hier äußert er seine Vorstellungen über das Lebensrecht von Neugeborenen. Ich betrachte die Geburt nicht als ein absoluter Wendepunkt, an dem man sagen könnte, vorher hat der Fötus keinerlei Lebensrecht, nachher hat er dasselbe Lebensrecht wie jeder gesunde, erwachsene Mensch. Man könnte sich theoretisch eine Gesellschaft vorstellen, in der die Werte anders wären.
Eine Gesellschaft, die eine Unterscheidung machen würde zwischen den Babys, die wirklich geliebt und aufgezogen werden, und anderen, die man der Wissenschaft spendet. Ich habe einmal den Vorschlag gemacht, eine Phase von 28 Tagen nach der Geburt festzusetzen, nach der dann das volle Lebensrecht erst in Kraft tritt. Es würde den Eltern Zeit für ihre Entscheidung geben. Dieser Peter Singer möchte also eine Unterscheidung machen zwischen den Babys, die wirklich geliebt und aufgezogen werden, und anderen, die man der Wissenschaft spendet. Was man aus dem Zitat der Wissenschaft spenden schließen kann, wissen Sie, glaube ich, selber. Ob dieser Gedanke, das Baby 28 Tage nach der Geburt zu töten, ein berechtigter Gedanke ist, zeigt sich nach dem Interview, welches wir gerade jetzt mit einer Mutter von einem 28 Tage alten Baby machen werden. Guten Abend. Guten Abend. Habe ich recht, dass Ihr Baby genau heute 28 Tage alt geworden ist? Genau heute 28 Tage alt. Oh. Sie hatten dieses Baby ja 9 Monate in Ihrem Bauch gehabt. Was war das für Sie für ein Gefühl, oder was war das für ein Gefühl insgesamt? Es ist ein sehr, sehr tiefes Gefühl der Verbundenheit, was entsteht, wenn das Kind im Bauch ist, wenn es zappelt, wenn es sich bewegt und man spürt, dass es die Mama und den Papa schon kennt, dass es die Stimme erkennt, dass es sich freut, wenn der Papa nach einer Woche wieder nach Hause kommt und die Stimme hört, und dann hat es herumgezappelt im Bauch bis in die Nacht um 1. Und es ist ein vollwertiger Mensch einfach, der da schon im Bauch ist. Der sein Umfeld wahrnimmt, und auch wo es dann geboren war, man hat richtig gemerkt, es kennt Papa und Mama. Herzlichen Dank. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Baby darf heute noch zu Forschungszwecken der Wissenschaft gespendet werden. Heute der letzte Tag, an dem es noch kein Lebensrecht wie ein erwachsener, gesunder Mensch hat. Und wissen Sie, dass dieser Peter Singer, der diese Idee entwickelte, 2011 den Ethikpreis der Giordano-Bruno-Stiftung erhielt und sich nun seit 2012 Companion des Order of Australia nennen darf. Ein Orden, der 1975 durch Queen Elizabeth II. Eingeführt wurde und den man nur für die höchsten Dienste für Australien oder die Menschheit erhält. Ist es ein hoher Dienst an der Menschheit, den Menschen zu empfehlen, ihren Nachwuchs der Wissenschaft zu opfern? Hiermit rufen wir die jüdische Bevölkerung dazu auf, mehr Sorgfalt und Mitdenken zum eigenen Volk zu haben. Denn wenn nur einer von ihnen, und dies ist in dem Falle Peter Singer, solche unglaublichen Dinge öffentlich fordert und einführen will, besteht die Gefahr, dass dadurch aufs Neue Antisemitismus und Hass geschürt wird. Wie schon am Anfang erwähnt, erzählen Sie es weiter, machen Sie es überall publik. Denn solch ein Plan, in die Tat umgesetzt, wird bei einem großen Kindermord enden, und dies müssen wir uns bewusst sein. Wer das Sprichwort kennt, würde jeder vor seiner Haustüre fegen, dann hätten wir eine saubere Welt, der möge ermutigt sein, dass es noch möglich ist, etwas zu verändern. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983. Entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus, und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens.
Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.